Wer hätte gedacht, dass es 9 Monate vor der EM noch so spannend sein würde? Das DFB-Team 4 Spieltage vor dem Ende nur auf Platz 2. Das direkte Duell gegen Polen richtungsweisend und der Druck ungewohnt hoch. Die anderen Qualifikationen waren wir immer von vorne weg irgendwie in dem, sozusagen in der Pool-Position auf Platz 1 und haben das auch durchgezogen. Von daher denke ich, gibt es ein bisschen eine andere Konstellation, aber eine besondere Drucksituation, würde ich sagen, gibt es nicht. Man freue sich eher auf die entscheidenden Spiele, so der Bundestrainer, der nach dem WM-Jahr einen Spannungsabfall bemerkt hat. Verletzungen, Umbruch, Karriereenden. All das mögliche Erklärungen für die Punktverluste wie im Hinspiel gegen Polen. Und somit auch die aktuelle Situation. Wir stehen aber jetzt nicht mit dem Rücken zur Wand, sondern wir haben genug Selbstbewusstsein und das Wissen, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können. Unsere Mannschaft macht auch insgesamt einen ganz anderen Eindruck als im letzten Jahr, im September oder im Oktober. Die Spieler wirken frischer, die Spieler wirken motivierter. Motiviert ist auch Polen. Das Team um Robert Lewandowski ist in der abgelaufenen Qualifikation noch ungeschlagen und dementsprechend selbstbewusst. Polen hat natürlich auch so ein Wohlgefühl, ein Hochgefühl, eine kleine Euphorie. Sie sind im Moment Tabellenführer. Sie haben die große Chance, bei einem Turnier wieder dabei zu sein im nächsten Jahr. Und das spürt man dieser Mannschaft schon auch an. Sie haben eine gute Harmonie. Sie haben im Moment auch in ihrem Land Unterstützung der Fans. Und sie haben Freude an ihrem Spiel. Sie machen das auch sehr, sehr gut. Spannend dürfte es also werden. Ein Spiel auf Augenhöhe. Für Löw zählt nur ein Sieg. Dann wäre man wieder Tabellenführer und der Druck zumindest nicht mehr ganz so hoch.